Hey, na? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter mit Final Fantasy X-2. Und den letzten, ja, Prozent-Checkpoint, sag ich mal, hatten wir bei 19%. Im Moment sind wir bei 22 und ein paar zerquetschte. Und ja, wir waren soweit in Kapitel 1 durch. Das heißt, wir hatten alle Orte besucht. Wir haben Blaumagie-mäßig. Wo haben wir es? Zauberschützer. Z-Munition, haben wir Absorption, Himmelswind, Totalabwehr und Blaster gelernt. Mehr können wir im ersten Kapitel nicht lernen. Und ja, ansonsten, wir haben jetzt nicht sonderlich viel Wert draufgelegt, die ganzen Jobs zu leveln, aber das ist auch in Ordnung. Der Festbesucher, der ist hier noch wahrscheinlich am weitesten gerade, ne? Sieht jedenfalls so aus. Na, der Krieger, der ist auch gut dabei. Und ja. Wir sind aber mit PR durch in diesem Kapitel. Wir haben, wie gesagt, alle Orte besucht. Jetzt fehlt nur noch Xanarkand. Nochmal allerletzter Call jetzt. Falls ihr es noch nicht getan habt, übernachtet noch in den Quartieren und sprecht mit Klaska und Owaka, die sich auf eurem Schiff befinden sollten. Und schaut auch in Kilika einmal durch die Kamera des einen Mannes da, des Kameramanns, der ja diesen Stützpunkt da filmt. Falls ihr das nicht getan habt, jetzt wäre die letzte Gelegenheit, das zu tun. Ja, aber wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit den Xanarkand-Ruinen und locken uns da jetzt in die Story ein, sag ich mal. So, jetzt gibt's für uns kein Zurück mehr. Wir müssen jetzt dieses Kapitel beenden. Jagd nach dem Super-Sphero. In den Ruinen von Xanarkand wurde ein Spheroid geortet. Finde ihn vor allen anderen Sphero-Huntern. Ziel, finde den Super-Sphero. Genau, wir gehen jetzt hier einmal rechts. Diesen Hügel hinauf. Dort ist nämlich eine Person, die wir schon kennen. Oder noch kennen. Und zumindest diejenigen von euch, die Final Fantasy X gespielt haben, sollten diese Person erkennen. Das ist ein weiteres Medium gewesen. Die Antwort, die er gibt hier, ist egal. Ich sage jetzt einfach mal Verzeihung, kennen wir uns, damit er sich jetzt nochmal vorstellt.聞いてないよ。かつての聖地、ここザナルカンドへお客さんを案内しているんだよ。たくさんの人が見に来る。スフィアハンターもね。あのおやじ、何考えてんだか。納得いかないという顔だね。でも、ここはスピラの歴史上大きな意味を持つ場所なんだ。分かってます。でも、 そこには他の誰にも立ってほしくないんです。ユナ君。いいんです。何でもありません。ならいいんだが。あ、仕事の時間だ。ではユナ君。失礼。So genau, das ist Isar, beziehungsweise im Japanischen heißt er Isaru. Ah, da hinten noch ein Du dran. Und ja, wir dürfen uns jetzt weiter nach Xanarkand reinbewegen. Und gehen jetzt auf Schnipsejagd. So, netterweise erzählen uns hier alle die Hinweise, die wir brauchen.
So, auch wenn hier Kinder rumlaufen, die Monster hier sind gar nicht ohne. Gebt da gut Acht. Und zumindest einige davon sind ein bisschen gefährlicher. Ja, die hier sind in Ordnung. Bleib jetzt einfach mal auf Festbesucher. Denkt dran, wenn ihr Probleme mit physischen Gegnern habt, blind hilft da sehr gut eigentlich immer. Entweder über die Kostümpalette, über die Diva, die kann auch den Blindtanz, ne? Oder vielleicht auch über Pain. Also Pain kann ja die Blindmaske werfen. ギルでヒントね。 Genau, einfach weiter. Also, verglichen mit den Gegnern in Makalania sind die wahrscheinlich dann doch nichts. Aber ja. Ah, moshi moshi. Kikoeru ka? Ano na, kakunin shitai da kedo, hinto tte sa da yo na. Ya, sakki gaki domo ga ru toka ittete na. やっぱりさだよな。了解了解。ヒントはルトさ。あ、カモメダン。ルサ。サルダ。ドゥブラン様に勝って泣かせてやる。 Ja, also die kombinieren für euch schon hier die Hinweise, ne? Also Fe und Af sind die Hinweise, die rausgegeben wurden. Haben sie kombiniert zu Affe. War jetzt auch nicht so schwer. So, ich glaube, hier ist irgendwo eine Truhe. Da. Eine der wenigen Truhen hier. Oh, Eisfisch. Wie weit sind unsere Mädels denn eigentlich gerade mit dem Festbesucher? Ah, die Eissandalen sind gleich fertig beim nächsten Gegner. Eisfisch wurde gerade gelernt. Blitzfisch geht dann als nächstes. Damit geht's weiter. Und oh, die Sturmmaske ist dann auch gleich a thing. Das ist nice. Dann können wir auch gegen Gegner, die magisch angreifen, mit Pain was tun. Yosha!
So, da unten ist glaube ich nichts. Aber okay, hier oben ist noch so ein... Ja, wir sind das Möwenpack. Einer von LeBlancs Leuten hier natürlich, ne? Falls das nicht offensichtlich sein sollte. So, das sind nochmal welche. Genau, hier die Truhen sind geöffnet. Das muss so. Wir laufen einmal durch. Ab hier kommen auch keine Gegner mehr. Erstmal. Das war ursprünglich eine Prüfung, ne? In Final Fantasy X. Jetzt kann man hier einfach durchrennen. So, ignoriert bitte einmal die Affen. Die Kinder dürft ihr auch ignorieren. Die freuen sich nur darüber, einen Schatz gefunden zu haben. Wir gehen einmal hier auf diese Plattform rauf und fahren nach unten. Die Affen, die können euch Geld klauen, wenn ihr denen zu nahe kommt. Also passt da ein bisschen auf. Sind nicht viele Gil, immer so 5 oder so. Aber das sind Gil. So, und hier links steht Citrum, der Vater von Riku. So, und diese Antwort ist sehr wichtig. Auf jeden Fall hier die zweite. Oh ja, habe ich. So, jetzt wo er hier weggegangen ist, darf man auch hier hinten, glaube ich, irgendwie durch? Nee, noch nicht. Vielleicht müssen wir erst mit dem noch sprechen. Ah ja, mit dem hier noch sprechen, der hinter Sid stand. Damit die Affen sich bewegen und dann können wir hier durchlaufen und dann alles toll. So, hier sind ein paar Truhen, die wir einsacken dürfen. Und dann geht es weiter, einfach geradeaus durch. よくぞここまでやってきた。スフィアハンター諸君。だが、ただでお宝を渡すわけにはいかないぞ。やるのか。
So, an dieser Stelle möchte ich einmal erklären. Die richtige Antwort hier ist, sind Sie das, Issa? Und das wirkt ein bisschen komisch in der deutschen Fassung, auch in der englischen Fassung eigentlich. Im Japanischen ergibt es mehr Sinn, weil der heißt, wie gesagt, Isaru. Und das Passwort auf Japanisch, Affe, ist Saru. Das heißt, eigentlich fehlt da noch die erste Silbe, das I, zu Isaru. Ja? Also dann ergibt das Ganze hier ein bisschen mehr Sinn, finde ich jedenfalls. Isaru? Isaru, Isaru. Okina koede! Isaru! Seikai! Na, also im Japanischen war das dann halt jetzt einfach das Passwort, Isaru. Und in der Lokalisierung wurde er jetzt einfach, ja, enttarnt, sag ich mal. Das haben sie sich so ausgedacht. Das, ich weiß nicht, ist ein bisschen weird. Aber besser hätte ich es auch nicht machen können. これが今の仕事だよ。聖地を見物に来た人たちのお相手さ。かつてはこの地を目指して旅した身だからね。ここで働けるなら本望だよ。そうなんですか。そうそう、忘れていた。はい、正解の記念品。おお、コスチュームパレット、Wiederbelebung。来てくれてありがとう。ザナルカンド遺跡はいつでも君たちを待ってるよ。元召喚士もいろいろだな。そうだね。じゃ帰ろっか。検索装置に反応があったんだ。どこかにスフィアがあるはずだろう。あ、そっか。スフィアハント、再開。Haben Yuna und Rico einfach vergessen, dass sie eigentlich hier waren, um einen Zeroiden zu besorgen. Okay, Kostümpalette, Wiederbelebung. Schauen wir uns einmal an. Das ist wie heilender Wind. Im Prinzip, ein heilender Wind war Vita, Vitra und Vitka. Nur, dass wir hier auch noch Engel haben. Mit Engel könnten wir wiederbeleben. Okay, wir gehen jetzt einmal hier hinten die Treppe hinunter. Da geht es in einen kleinen Dungeon-Abschnitt. Und dem folgen wir einfach. Hier kommen wieder Gegner. Denkt dran, wenn eure HP knapp werden, dann könnt ihr auch einfach mal eine Wunderkerze benutzen. Wow, okay. Hier unten ist nix.
Arm, Behemoth. Oder Behemoth. Wird das, glaube ich, ausgesprochen, ne? Ich weiß nicht, funktioniert bei dem die Blindmaske? Probieren wir es aus. Nö, der ist immun. So, und hier unten erwartet uns ein Bosskampf. So, probieren wir hier nochmal die Blindmaske. Das könnte viel wert sein. Ah, hier funktioniert das. Und damit wird er schon sehr easy, ne? Jetzt lädt er gerade einen Angriff auf. Wahrscheinlich ein AoE. So. Oh nein, Fluch auf Riku. Okay, whatever. Hat sie mit der Wunderkerze sogar weggekriegt. Easy. Ja, wenn er trifft, dann trifft er gut. Oh je. Na, der hält ein bisschen was aus, aber ist jetzt nicht schwierig, ne? Das war's. Blind hat geregelt. Genau, und dann kommen wir jetzt wieder zurück aufs Schiff.情報だ。もう大勢人が集まってるってよ。場所はキーリカの森だ。すごいスフィア。争奪戦だ。行くよね。リーダーは俺だ。俺に聞け。どうする気だ。行くに決まってる。祭りだ祭りだ。 Genau. Na und hier müssen wir jetzt sogar nach Kilika direkt. Wir dürfen nicht mehr aus diesem Menü raus, nichts. An dieser Stelle würde ich aber diesen Part beenden wollen. Und ja, im nächsten Part werden wir dann hier die Story in Kilika noch abschließen und damit das erste Kapitel dann noch beenden. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da.
Aktiviert die Glocke, damit ihr über weitere Uploads informiert werdet. Erzählt gerne von dem Projekt herum und ja, wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye bye!